Liebe Freunde und liebe Unterstützer vom Run of Hope, heute stehe ich ein bisschen traurig hier, denn ich werde heute nicht bei euch sein können, denn ich muss in Brüssel sein. Ich habe die Aufgabe der Berichterstatterin für den Haushalt des Jahres 2020 im Übergang zu einem neuen, ganz großen mehrjährigen Finanzrahmen. Und das bedeutet, dass ich heute am Freitag bis um 24 Uhr nachts mich mit diesem Haushalt in Verhandlungen mit anderen Kolleginnen und Kollegen auseinandersetzen muss, sprich arbeiten muss. Und dann am Samstag in der Früh, heute geht es entsprechend noch weiter, den ganzen Tag. Ich bedauere das sehr, weil ich nämlich zunächst einmal ein herzliches Dankeschön aussprechen möchte als Schirmherrin, die ich gemeinsam Schirmherrin mit Herrn Bürgermeister Bayer-Göslein und auch mit dem Landrat Klaus Löffler sein darf, den ich beiden danke, dass sie anstatt meiner als Schirmherrin natürlich anwesend sind, währenddessen ich euch aus Brüssel grüße. Ich möchte mich aber vor allem auch bedanken bei der Martina Stauch, bei der Michaela Löffler, bei all denjenigen, die mit organisieren, die mit unterwegs sind. Und ob das der Günter Landgrafe ist, ob das die Hilde Breidel oder Uwe Tittelbach sind. Es sind so viele, die dabei sind, den Run of Hope zu realisieren. Wir wissen, dass Krebs ein einschneidender Moment im Leben eines Menschen ist. Und wir wissen, dass Bewegung uns dabei helfen kann, gesünder zu werden, gesund zu bleiben. Aber einen solchen Lauf zu organisieren, das ist viel, viel Arbeit. Deshalb ein herzliches Dankeschön, einen etwas traurigen Gruß aus Brüssel, denn ich würde einfach gerne mitlaufen. Ich wünsche euch jetzt ein gutes Wetter und hoffe, dass nicht alle zu lachen beginnen, weil letztendlich schlechtes Wetter sein könnte. Ich wünsche euch ein gutes Wetter. Und wenn es ein schlechtes Wetter ist, dann versuche ich, den Schirm noch ein bisschen aufzuspannen, damit es nicht gar so nass wird. Alles, alles Gute, sowohl den Sportlerinnen und Sportlern, aber auch an denjenigen, die als Organisatoren tätig sind, und vielen, vielen Dank an alle, die diesen Lauf möglich machen.